Soll das einbringen? Ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Ich freue mich riesig, dass es so viele Leute hat, die hier sind. Und ich weiß nicht, wie es euch ging heute Morgen. Ich war schon in Neueneck, das ist irgendwo außerhalb von Bern, etwa 20 Minuten mit dem Zug. Da waren schon 35 Frauen auf der Straße und haben ihre Solidarität gezeigt mit einem Aktionscafé. Und wenn ich durch die Straße gehe, dann schaue ich alle Frauen an. Und wenn sie etwas Violettes anhaben, überlege ich mir, streikt sie mit oder nicht? Und es ist so ein Gefühl von Sisterhood, wenn sie dich auch anschaut und du weißt, ja, sie streikt mit. Und das ist so ein geiles Gefühl und ich hoffe wirklich, dass wir dieses Gefühl den ganzen Tag, aber auch über diesen Tag hinaus haben können. Weil ich bin überzeugt, das ist das, was die Schweiz braucht. Starke Frauennetzwerke. Ich habe die erste Seite meiner Rede vergessen. Ich weiß nicht, wie es euch allen ging, aber gerade in den letzten 2 Wochen wurde ich sehr, sehr, sehr oft gefragt, wieso wir eigentlich streiken. Mir wurde gesagt, wir streiken nicht richtig, mir wurde gesagt, wir streiken zu radikal, mir wurde gesagt, wir streiken zu wenig radikal, mir wurde gesagt, es gibt keinen Grund zum Streiken oder das ist der falsche. Also habe ich mir überlegt, wieso eigentlich Frauen streiken. Ich habe ihnen zugehört das letzte Jahr und ich habe einige dieser Gründe zusammengetragen und die möchte ich euch jetzt eigentlich gerne vortragen. Sie fragen uns, wieso wir streiken. Hier sind ein paar Gründe. Wir streiken, weil mindestens 800.000 Frauen in der Schweiz bereits sexuelle Gewalt erlebt haben. Wir streiken, weil 12% der Frauen in diesem Land vergewaltigt wurden und nur 8% dieser Frauen es anzeigen, weil die anderen Angst haben, dass man ihnen nicht glaubt. Wir streiken, weil jede von uns das Gefühl kennt, alleine nachts nach Hause zu laufen und Angst zu haben. Wir streiken, weil unser Nein nicht gilt. Weder zu Hause, weder im Bett, noch vor Gericht. Wir streiken, weil unser Zuhause nach wie vor der gefährlichste Ort ist für uns und unsere Kinder. Wir streiken, weil man sich vor Menstruationsblut ekelt, aber Vergewaltigungsporno boomen. Wir streiken, weil viele denken, Sexismus sei importiert. Wir streiken, weil Frauen auf der Flucht versklavt, vergewaltigt und vergessen werden. Wir streiken, weil wir nach wie vor für genau die gleiche Arbeit 20% weniger verdienen. Wir streiken, weil Frauen und Männer etwa gleich viele Stunden arbeiten, Frauen aber am Ende des Jahres 100 Milliarden weniger auf dem Lohnkonto haben. Wir streiken, weil jede 7. Frau nach der Geburt ihres Kindes entlassen wird. Und weil die gläserne Decke einfach nicht brechen will. Wir streiken, weil wir keinen Bock mehr haben auf Diät-Tipps in Frauenheften. Wir streiken, weil wir nach wie vor untervertreten sind in Parlamenten. Wir streiken, weil es Newswert hat, dass eine Frau in den Bundesrat gewählt wurde. Wir streiken, weil jedes Jahr unbezahlte Arbeit von Frauen geleistet wird im Wert von 248 Milliarden Franken. Und im Alter sind wir dann trotzdem arm. Wir streiken, weil ohne diese Arbeit Kinder großziehen, putzen, waschen, einkaufen, sich um andere sorgen, unsere Gesellschaft nicht existieren würde. Und trotzdem heißt es, es sei Privatsache. Wir streiken, weil wir alle ein Recht auf Zugang zur Fortpflanzungsmedizin haben, egal ob wir auf Männer oder Frauen stehen. Wir streiken, weil Frau sein mehr ist, als eine Gebärmutter zu haben. Wir streiken, weil einige Frauen keine haben. Wir streiken, weil uns 2 Milliarden für die Kampfjets wir uns angeblich leisten können, aber Geld für Elternzeit hat es angeblich keins. Wir streiken, weil Pflegerinnen schlechter bezahlt werden als Offiziere. Das eine brauchen wir jeden Tag, das andere eher selten. Wir streiken, weil wir eine Gesellschaft wollen, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert und nicht am Profit. Wir streiken, weil Bäuerinnen kein bezahlter Beruf ist, Bauer aber schon.
Wir streiken, weil wir die ganze verfluchte WM schauen wollen und weil es nicht darauf ankommt, ob es Männer oder Frauen sind. Wir streiken, weil die 300 reichsten Menschen in diesem Land 2017 60 Milliarden reicher geworden sind, aber die einzige Lösung für das angebliche AHV-Problem die Erhöhung des Frauenrentenalters ist. Wir streiken, weil wie ein Mädchen nach wie vor ein Schimpfwort ist. Wir streiken, damit unsere Töchter gleichberechtigt leben können und unsere Söhne auch. Und damit unsere Männer sie gross werden sehen. Wir streiken für einen Systemwechsel und gegen den Klimawandel. Wir streiken aus Solidarität mit anderen Frauen weltweit. Wir streiken zur Erinnerung an die Kämpfe, die unsere Mütter und Großmütter ausgefochten haben. Denn auf ihren Schultern stehen wir. Wir streiken aus all diesen Gründen oder vielleicht auch nur aus einem. Wir streiken gemeinsam so, wie es uns passt. So, wie wir wollen und können. Jede nach ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten. Ohne der Fantasie eine Grenze zu setzen. Ohne Barriere oder Vorschriften. Ohne verstaubte patriarchale Konzepte. Sondern frei, feministisch und radikal. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen 14. Juni. Danke vielmals. Applaus